Hallo, meine Lieben. Wieder Message von meiner Baustelle. Ganz speziell heute. Ich muss euch das zeigen. Jetzt muss ich nochmal da arbeiten, damit ich euch das echt zeigen kann. Ich habe gerüstet. Und das sieht folgendermaßen aus. Nämlich so. Ob ich da hochkomme, bezweifle ich. Aber das lässt sich nicht höher ausstellen. Und jetzt muss ich noch was zeigen. Ganz was Kriminelles. Was jetzt sind denn die das da? Vielleicht besser von der Seite. Also wundert mich nicht. Wundert mich gar nicht. Ist nicht zulässig im Fall. Voll kriminell. Mich wundert es deshalb nicht. Wir haben ja da eine Baustelle, wo ich die einzige Streicherin bin. Und das ist schon mal önermäßig nicht zulässig. Und Mensch, Verstand, Logik, blöd. Aber gut. Andere Länder, andere Sitten, das waren die Rigipsler, die kommen natürlich von, ja halt nicht von Österreich, ich bin ja überhaupt nicht ausländerfeindlich, aber da sind diese Dinge eben normal, da wird halt so geschaffet. Umgedreht hat es sicher die Wirkung gehabt, dass es sich einrastet oben und dass es sozusagen nicht kippen kann, was total bescheuert ist, weil es nämlich auch einen Widerstand gibt, sollte es wirklich kippen, dann zieht es nur sozusagen mit. Also voll intelligent, hoch 5. Okay, es ist nichts passiert, es ist keiner runtergefallen. Ich lasse die Dinger natürlich weg, das Gerüst ist mir gestellt worden. Und werde mich hüten, das überhaupt anzugreifen. Ja, und jetzt gehe ich mit euch da auf, zeige ich den ersten Test, weil der ist auch nicht ganz sauber, aber eben auch normal. Gehe ich da wieder durch. Ich gehe also da jetzt auf. Jetzt sage ich das immer von der Perspektive. Höre tun, das eh schon. Der Deal ist nicht gerad. Hören wir mal. Ich habe also ein Schaukelding. Jetzt muss ich das vielleicht einmal ein bisschen so heben, dass ihr das sehen könnt. Also ich kann jetzt da buchstäblich auf diesem Deal spazieren. Weiß ich nicht, ob ihr das seht. Ich probiere das jetzt mal so halb blind. Also ich bin ja froh, dass ich geturnt habe früher und auf dem Balken gestanden bin, weil sonst würde ich mir das gar nicht antun. Und ja, der wackelt auch so. Ja. Ja. Toll. Wirklich wunderbar. Ich fühle mich unglaublich wohl. Also gut, ich melde mich, wenn ich wieder da heil aber bin, was natürlich falsch ist, definitiv falsch ist. Von mir heute, da ist kein Mensch da, soll es mir auch knallen, merkt das keiner. Das ist natürlich verkehrt. Sollte man nicht machen, muss ich jetzt trotzdem, ich bin nun mal alleine, es ist Sonntag und wir haben den 5. Januar, wir haben morgen den 6. Also Gott sei Dank im Haus gibt es noch Leute, die könnten noch brüllen ohne Ende, aber ist nicht intelligent, sollte man nicht machen, muss ich jetzt halt. Manchmal müssen Dinge gemacht werden, damit die vorwärts kommen und ich habe ja beschlossen, alleine zu arbeiten, dann sind das so Dinge, die muss man dann in Kauf nehmen, auch so ein Dielenlupfer tut man sich zu zweit leichter und so ein Gerüst aufstellen auch, als wie wenn man zu, also alleine ist. Aber gut, das ging jetzt, es ist morgen, da habe ich noch viel Power. Und jetzt gehe und mal das raus. Und mit wahrscheinlich mehreren Etappen, weil das ist ziemlich kraftraubend, das weiß ich jetzt schon. Gut, ich hätte was Gescheites lernen sollen, was soll ich sagen? Und ich habe auch gesehen, es ist meine letzte Großbaustelle, das tue ich nicht mehr. Das ist erledigt. Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich sage, okay, danke, brauche ich nicht mehr. Muss nicht mehr sein. Dürfen die Jungen machen. Habe ich auch gemacht früher. Alles hat ein Ende. Ja, in dem Fall, in diesem Sinne, war wieder spannend hoffentlich für euch. Ein bisschen ein Einblick und so vom Alltag und ja, wie es halt wirklich zugeht. Da können Normen sein. Naja, ist nicht so ganz realistisch. Aber gut, einen schönen Tag euch. Schöne Nachricht nach Hause. Und bis zum nächsten Mal.